Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Meditation. Diese Meditation nehme ich im Zusammenhang mit meiner Vision auf, die ich heute Morgen hatte. Es geht um ein neues Lichttor, das wir nutzen können, um unsere Kraft als Herzensmenschen, als Lichtmenschen, als diejenigen zu verstärken, die den Wandel auf dieser Welt voranbringen. Ursprünglich wollte ich meine Vision auch in einem Bild für diese Meditation auf Leinwand bringen. Ich möchte euch kurz zeigen, wie weit ich gekommen bin. Das ist das Lichttor, wie ich es wahrgenommen habe. Da ich nicht so schnell war, werde ich es in einem nächsten Video präsentieren. Und in dieser Meditation zu diesem Lichttor möchte ich euch einladen, einfach das Herz zu öffnen. Auch ich weiß nicht genau, was für Worte kommen. Das ist eine gechannelte Meditation, wie alle Meditationen, die ich mache. Wir werden unterstützt vom Dimensionstor des Lichtes, das auch die Kraft unterstützt für diese Meditation. Und dieses Lichttor ist jetzt auf jeden Fall im Dezember 2020, wahrscheinlich auch im Übergang auf das neue Jahr präsent, sodass wir diese Meditation immer wieder machen können, um uns aufzubauen, um auch in der dunklen Jahreszeit das Licht in unser Herz zu holen und nach außen zu bringen, um wirklich dabei zu helfen, dass sich unsere Welt zum Allerbesten wandelt. Wie immer in meinen Meditationen lade ich dich ein, ich werde im Du sprechen, dass du dir jetzt Zeit nimmst, dass du einen ruhigen Raum findest, wo du dich wirklich entspannen kannst, fallen lassen kannst, wo du ungestört bist, damit du wirklich spüren kannst, was es bedeutet, durch dieses Lichttor zu gehen. Und dann nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme die Kraft der göttlichen Quelle ein, atme das Licht und die Liebe unserer Schöpferquelle ein und lass alles beim Ausatmen hinausströmen, was dich davon abhält, wirklich ganz und gar im Hier und Jetzt zu sein. Befreie dich von allem, was dich besorgt, ängstigt, beschwert und erlaube dir einfach nur zu fühlen. Geliebte Seele, danke, dass du die Chance wahrnimmst, die dir jetzt geboten wird. Danke, dass du dich darauf einlässt, diese Kraft des Lichtes, das jetzt so stark ist, zu nutzen. Es gab immer schon Zeiten, in denen besonders viel Energie auf der Erde war. Manchmal für ein paar Tage, manchmal über Monate, Jahre und gar Jahrzehnte. Immer dann, wenn es besonders dunkel zu sein scheint, kommt besonders viel Licht zutage. So ist es auch jetzt. Du hast dich entschieden, geliebte Seele, dass du jetzt in dieser Zeit deinen Weg gehen und finden willst, deinen Herzensweg, deinen Weg als Seele auf Erden. Es gab Zeiten, in denen dies deutlich leichter war, doch es gab selten intensivere und kostbarere Zeiten als diese jetzt. Du wolltest dabei sein. Deshalb wirst du immer unterstützt. Du wolltest dies erleben, dieses Spiel innerhalb des großen Spiels. Und damit du gestärkt, kraftvoll und leuchtend daraus hervorgehst,
gibt es jetzt die Möglichkeit für dich, durch das Lichttor zu gehen. Dieses Lichttor ist eine Energie, die auf deine Entscheidungen reagiert. Der Begriff Lichttor ist gewählt, damit du es dir einfacher machen kannst, diese kostbaren Schritte und diese wichtigen Entscheidungen zu treffen und zu gehen. Spüre dich, geliebte Seele, als einzigartiges Wesen, als Licht unter vielen Lichtern, als Facette des Göttlichen, als eine Kraft, die ihre Kraft jetzt entdeckt. Du bist einen weiten Weg gegangen. Du hast so viele Abenteuer erlebt. Du hast so viel Erfahrung gesammelt. Du hast so viel Wissen gesammelt, so viele Informationen. Und all dies steckt in deinen Zellen, in deinem Geist, deinem ganzen Wesen. Stell dir vor, dass du jetzt an einer Kreuzung stehst, wie du es schon oft erlebt hast. Viele Wege führen weiter und sie alle führen im Grunde an dein Lebensziel. Manche werden etwas schwerer sein als andere. Du wirst immer Unterstützung finden, wenn du dich wirklich darauf einlässt und dir selbst die Chance gibst. Doch ein Weg, der jetzt vor dir erscheint, glasklar, deutlich sichtbar, führt durch das Lichttor. Stell dir dieses Tor vor, als wäre es aus Steinen des Lichtes gefügt. Wunderschöne, große Steine wurden gefügt zu einem Bogen aus Licht. Jeder Stein für sich leuchtet und funkelt wie der hellste Diamant. Und gemeinsam erschaffen diese Steine eine so große Kraft und Schwingung, dass du jetzt die Möglichkeit hast, deine eigene Schwingung deutlich zu erhöhen. Du kannst jetzt ganz entspannt die Entscheidung treffen, dein gesamtes Sein auf ein höheres Niveau zu bringen, auf eine stärkere Frequenz anzuheben. Dein gesamtes Sein möchte sich jetzt entfalten. Wieder einmal stehst du an der Schwelle zu einer neuen Ebene. Einer neuen Ebene, die dir erlaubt, weit, weit über deine Grenzen hinweg zu leuchten. Du entscheidest. Wenn du dieses Lichttor nutzen möchtest, treffe vorher, bevor du hindurchgehst, klare Entscheidungen, die dein Bewusstsein, dein Leben, deine Ausrichtung, deinen Fokus und deine Ziele betreffen. Wo willst du hin? Wo möchtest du leben? Wie möchtest du leben? Möchtest du endlich die Liebe zu dir selbst verstärken? Deinen Selbstwert, das Vertrauen in dich selbst? Denn all dies ermöglicht dir das Lichttor. Spüre in dich hinein. Es gibt Bereiche in dir, die mehr Licht brauchen. Ob in deinem Herzen, deinem Bauch, deinem Kopf, in deinen Knochen, deinen Muskeln, deinen Gelenken. Kraft in deinen Händen, um Neues zu erschaffen.
Kraft in deinen Füßen, um den Mut zu haben, deinen Herzensweg weiterzugehen. Überall da, wo noch wenig Energie ist, ist es dunkler als an anderen Orten in deinem Sein, in deinem Körper, in deiner Aura. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen, dass mit dem Durchschreiten des Tores jedes dieser Felder, das jetzt noch dunkel oder dunkler ist als andere, zur vollen Lichtkraft aktiviert wird. Und all deine Entscheidungen, die du getroffen hast, werden verstärkt und unterstützt. Jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Deshalb wähle weise. Halte lieber jetzt inne in dieser Meditation und spüre, was dir wirklich wichtig ist. Vielleicht magst du es dir notieren und dann mit der klaren Absicht, jetzt Schritt für Schritt diesen Bogen aus hellstem, klarstem Licht zu durchschreiten. Lass dir Zeit. Fühle die Energie und bleib inmitten des Torbogens stehen, damit du die Kraft des Lichtes jetzt fühlen kannst. Halte inne, solange es für dich gut, richtig und schön ist. Du entscheidest, wann du ganz hindurchgegangen bist. Lass dir Zeit und fühle jetzt einige Augenblicke einfach die Kraft des Lichtes. Do you hear me calling you? The voice of the mother and the father and the child. Do you recognize the truth? Do you feel the love that's falling from my heart? Take just a minute, come and rest here by my side. Let me tell you your own story. Let me guide you through your life. That all it takes to realize there's 100,000 angels by your side. Geliebte Seele, du wirst immer unterstützt von allen Kräften der Schöpferquelle, auch jenseits der Erde und vor allen Dingen von den Kräften und Mächten, die dich schon seit deiner Ankunft auf der Erde begleiten. Wie auch immer du sie nennst, Hilfe ist immer da. Spüre dies jetzt ganz bewusst und klar. Fühle, wie dein Licht auf das Licht dieses Tores reagiert, auf die hohe und höchste Schwingung, die jetzt deine Schwingung und Frequenz anhebt. Wenn du bereit bist, schau zu Boden und sehe deinen goldenen Herzensweg vor dir, der in die Zukunft führt. Du bist im Jetzt und hier, voller Energie, randvoll. All deine Zellen haben das Licht des Lichttores aufgesaugt, die Kraft und Energie. Diese Kraft und Energie wird dir helfen, deine Entscheidungen in Wort, Gefühl und Tat umzusetzen.
Diese Energie hilft dir, deine Schöpferkraft zu verstärken, damit du das manifestieren kannst, was jetzt für dich wichtig ist. Du kannst dieses Tor noch oft durchschreiten, denn es ist ein Gedanke, ein Bild, damit du die Kraft, die jetzt existiert, nutzen kannst. Wann auch immer du willst, so oft du willst. Du bist immer geliebt, du bist immer mit allem versorgt, was du brauchst, um glücklich zu sein. Fühle dies in all deinen Zellen, in deinem Bewusstsein, als Mensch und Seele. Spüre dein Leuchten und die Liebe tief in dir. Dein Licht strahlt in die Welt, bis hinaus ins Universum, solange du willst und so oft du willst und so stark du willst. Danke für dein Sein in dieser Zeit. Danke für dein Leuchten, das dabei helfen wird, den Wandel voranzubringen, damit auch du dabei helfen kannst, das neue Zeitalter lebendig werden zu lassen. Denn dazu bist du hier, geliebte Seele. Danke für dein Sein, deinen Mut und dein Licht. Ich danke dir für dein Vertrauen, für deine Liebe und Hingabe an das, was ich weitergeben darf. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Meditation, so oft du sie auch hören möchtest. Ich habe das Gefühl, dass wir vor sehr, sehr großen Umschwüngen stehen. Und diese werden umso schneller und leichter vonstatten gehen, je mehr wir alle unserem inneren Licht und Herzen folgen. Genieße dein Sein, genieße das Lichttor und wir sehen uns. Bis bald, in Liebe, deine Sonja Ariel. Ciao.